Damo, hoinere Leute, ja, mich ist ja, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Dokkan Battle Video und heute gibt es das Showcase von EZA AGL Summers. Er ist endlich erschienen und er ist ein erheblicher Buff, wirklich erheblicher Buff für das Extreme Team von LRTech Corrupted Summers. Der beste Buddy mitunter, wir testen ihn aus. Wie gut ist er wirklich? Also ich kann euch eins sagen, keine Sorge, ihr werdet begeistert sein. Zuerst aber einmal kurz natürlich Link Level 10. Ich habe ihm auch ein bisschen schon Skill-Ops gegeben auf dem Brawl Stars Slot Defense. Einfach, es tut sich sehr gut zusammen machen mit der ganzen Damage Reduction von dem guten Kerl. Ansonsten haben wir Additional und Crit. Ich würde sagen, geht überwiegend auf Additional, also skillt ihn auf Full Additional, Rest Crit. Ihr könnt aber auch Dodge machen, Rest. Ich würde aber euch empfehlen, Full Additional zu gehen. Und dann trotzdem noch Crit, weil diese Unit ist nicht schwach damage-technisch. Also ohne Spaß, man kann sie auch sehr, sehr gut damage-technisch einfach spielen. Eine sehr gute Unit. Ich würde sagen, beginnen wir am besten einfach mal mit Fighten Mode 1 und zwar gegen Groku Black / Rosé. So, meine Damen und Herren, gehen wir direkt rein in den ersten Fight und zwar gegen Groku Black / Super Saiyajin Rosé. Ist ein schwieriger und kniffliger Fight, darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Das Gute ist, wir sind hier im Typenvorteil. Also AGL gegen SCR, das gibt uns ordentlich Puffer. Warum? Diese erste Form von AGL Summers ist somit die schwächste. Wir haben hier 40% Damage Reduction nur. Wir haben nur flat 140% Attack and Defense. Ihr seht, 201k Defense haben wir jetzt gerade. Wenn wir ihn in die Mitte stellen, haben wir noch Cold Judgment von Chilai. Aber 201k Defense, 40% Damage Reduction ist jetzt nicht Slot 1 worthy. Vor allem nicht gegen solche Bosse. Ich glaube, hier gegen Tech Cell wird er schon ordentlich Staub essen. Würde ich mal jetzt so in den Raum stellen. 250k mit Chilai, also wir kriegen ja auch noch den Chilai Defense Support an sich. Also ist nicht schlecht. Das Wichtige in dieser Form ist eigentlich nur, dass ihr quasi Defense Stacks mitnehmt. Also quasi ihr habt einen Turn von dieser Form, danach verwandelt ihr euch. Oder aber er kommt als Flow da rein, dann verwandelt ihr euch instant. Also seine Transformationscondition ist Turn 3 und da transformiert er sich in Fusion Summers. Dort wird er crazy. Aber wenn ihr ihn quasi Turn 1 oder Turn 2 bekommt, dann nehmt ihr einfach ein Defense Stack mit. Ein Defense Stack mitnehmen und euer Fusion Summers sieht um einiges besser aus. Persönlich, was ich empfunden habe, ist ebenfalls auch, dass der Heal super nützlich war. Nämlich bekommen wir Start of Turn 10% HP Recovering. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so heftig, wenn ihr Turn 1 reinkommt, weil ihr seid eh full life. Okay, Chilai Dodge, sehr geil. Dann bekommt ihr aber nochmal 20% HP Recovering am Ende von der Runde. Und gerade in, ich habe mir zuerst gedacht, könnte nicht so geil sein mit Tech Summers. Aber dadurch, dass das Szenario ganz am Anfang ist, also wirklich komplett am Anfang, macht das nicht wirklich viel aus. Weil ihr müsst sowieso bis Runde 5 warten, bis ihr in Infinite Summers reingehen könnt. Dementsprechend muss ich ehrlich sagen, ich fand das relativ nützlich. Gerade am Anfang, wenn ihr mal low fällt und dann einfach wieder 20% HP zurück, super geil. Und vor allem auch mit Chilai in Kombination und Co. Finde ich gut. Ansonsten gibt es nicht viel über diesen Charakter zu sagen. Er gibt dem Team Key+2, seinem Extreme Class Verbündeten, was nützlich ist. Er ist ein Defense Stacker, 40% Damage Reduction, ziemlich grundlegendes Kit. Aber sobald wir uns transformieren, da geht's ab. Sobald wir uns transformieren, da ist Ende Gelände. Ende Gelände, Gelände, Gelände. Vor allem, wir stacken. Wir stacken nicht nur hier in der Base-Form, sondern wir stacken auch noch in der Fusion-Form. Und das Stacking ist bedeutsam. Nämlich, er hat eine gewisse Rolle in diesem Team. Ich habe jetzt ein paar Runs gemacht mit diesem Corrupted Merge Summers Team von dem LR, also der LR Tech. Ist ja sein Leader dann. Worldwide Chaos, Realm of Gods of Fused Fighter. Dieses Team spielen wir gerade. Und das Team braucht einfach mehr Extreme Buffs. Das braucht viel mehr Extreme Buffs. Ich habe gegen Omega gespielt und ich bin schier wahnsinnig geworden gegen diese ganzen Normal Attacks. Weil wir hatten einfach Liabilities mit dabei, wie zum Beispiel Govazu, Zamasu und Chilai, die nicht gedodged haben und halb tot waren. Da muss ich auf Superclass-Units quasi zurückgreifen. Aber hier dieser AGL Summers ist der erste Schritt in die richtige Richtung. 305k Defense, sehr gut. Das ist quasi jetzt seine erste Runde, wo er Fusion Summers ist. Dort haben wir 50% Damage Reduction jetzt, was schon mal super nützlich ist. Das entspricht in etwa so Guard, würde ich jetzt mal so annehmen. Erstens das. Dann ebenfalls, wenn wir quasi eine Super-Attack machen, gut, dann bekommen wir nur Attack plus 50% separat kalkuliert. Das ist ganz nice. Wir behalten weiterhin Extreme Class Allies Key plus 2. Also auch hier hat unser Extreme Class Team weiterhin gute Key-Unterstützung. Und wenn wir einen Angriff abbekommen, also ihn in Slot 1 halten, dann fungiert er ähnlich wie quasi der LR Tech Corrupted Summers. Er bekommt nämlich dann eine garantierte Additional Super-Attack. Und alleine schon, weil er auch offensiv gut aufgestellt ist, würde ich behaupten, mit seinen 7 Millionen Attack-Stats,
dass man ihn easy auf Crit auch mitunter skillen kann. Also Additional Rest Crit. Er macht wirklich guten Schaden. Und diesen Schaden einfach fallen zu lassen, sehe ich nicht. Ich weiß, viele sehen quasi Argel Zamas in der Rolle als Lord 1 Unit für L-Attack Corrupted Zamas. Nämlich, was ist das ganze Prinzip dahinter? L-Attack Corrupted Zamas braucht quasi einen Buddy, der ab Runde 5 in Slot 1 gehen kann. Und wir schauen jetzt gleich mal, wie viel Defense wir haben ab Runde 5. Weshalb ist es so wichtig? Ihr wisst ja, L-Attack Corrupted Zamas verliert Damage Reduction. Erst hat er 80% Damage Reduction, dann 60% Damage Reduction und dann ab Runde 5. Dort hat er dann quasi 40% Damage Reduction. Richtig. Also, ab dem Zeitpunkt braucht ihr eine Slot 1 Unit. Weil er wird nicht mehr so heftig gut standhalten können. Und da kommt Argel Zamas ins Spiel. Perfekter Buddy kann man dann ab Runde 5, wenn man ihn aufgebaut hat, Slot einstellen. Und er tankt das mit seinen 400-500k Defense mit 50% Damage Reduction. Super, super nützlich. Also der Charakter ist einfach perfekt. Er stackt ebenfalls weiterhin Attack und Defense um 20%. Das kommt ja auch nochmal dazu. Das heißt, er wird nochmal jede Runde besser. Und wenn ihr ihn dort einstehen lässt und dort zum einen tanken lässt, dann kriegt er auch meistens noch einen Hit ab, bevor er selber angreift. Das heißt, er macht immer 2 Super-Attacks pro Runde. Das heißt, er baut noch viel schneller auf. Dementsprechend, Zamas ist wirklich eine wahre Macht. Sehr, sehr guter Charakter. Hat mir auch super viel Spaß gemacht zu spielen. Ich bin nicht einmal wegen diesem Charakter gestorben. Nicht einmal. Dieser Charakter hat wirklich gut seinen Job gemacht. Man muss es einfach so erwähnen. Sehr, 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 sehr guter Charakter. Aber gut, wenn Piccolo Jr. jetzt langsam mal vorbei ist, dann kommen wir mal wieder zurück zu Argel Zamas. Was ist das denn, Piccolo Jr.? Jetzt mal ran da mit deinen 2,6 Millionen. Abfahrt, ich will dich nicht sehen. Argel Zamas hat ebenfalls noch Heals. Und zwar, er recovert 10% HP, wenn ihr unter 90% Leben seid. Finde ich nicht ganz so gut. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid jetzt auf 62% Leben oder so. Und dann healt ihr euch hoch auf 72% Leben. Das ist dann nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Dann könnt ihr nämlich eventuell nicht L-Attack Corrupted Zamas in Infinite Zamas verwandeln. Das ist ein kleines Problem, aber I guess okay. Ihr seht, der Fight ist sehr, sehr schnell. Also wir sind auch schon wieder fast vorbei. Aber wir kriegen auf jeden Fall noch eine Runde von Fusion Zamas rein. Jetzt gegen den ersten Fight will ich noch nicht Corrupted Zamas ausprobieren, wenn ich ehrlich bin. Also ich möchte ihn noch nicht transformieren. Er hat nämlich noch eine weitere State, einen weiteren State. Und zwar ist das Corrupted Zamas. Am meisten wollte ihn wirklich in diesem Fusion Zamas spielen. Warum? Weil er seinen Job einfach super erfüllt, bis ihr quasi mit L-Attack Corrupted Zamas in den Infinite Zamas geht. Also ab dem Zeitpunkt könnt ihr ihn auch dann transformieren, den AGL Fusion Zamas, weil dann habt ihr eure Slot 1 Unit. Aber solange ihr nicht in den Infinite Zamas geht, solange solltet ihr auch AGL Zamas im Fusion Zamas Status behalten. Damit habt ihr immer eine Slot 1 Unit, die alles abdeckt. Okay, Piccolo Jr., es reicht, Meister. Was soll das denn? Was soll das? 13 Millionen Text. Piccolo Jr. kann so insane aussehen. Gegen Omega hat er aber so kacke ausgesehen. Syn Shenron Fight meine ich nicht Omega, aber gegen Syn Shenron Fight hat er kacke ausgesehen, wegen den ganzen AOE Normals. Ja, okay, gut. Jetzt, lasst uns mal diese Runde anschauen. Oh, sehr, sehr schöne Rotation mit Gowazu Zamasu. Wir liegen hier bei 451k Defense. Das ist die zweite Runde. Das ist die zweite Runde. Wir können hier leider nicht den Hit abbekommen, damit wir 2 SRs bekommen. Aber das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir rein theoretisch ihn in Slot 1 stellen. Okay, wir gehen hier in Fusion Zamas. Ganz entspannt. Ja, Fusion Zamas ab. Erleuchte uns mit dem Himmel. Und dann gucken wir auch gleich mal, was der Defense, was die Defense sagt mit dem Infinite Zamas Support. Ja, da bin ich jetzt auch gleich gespannt. Okay, jetzt kriegen wir nämlich nochmal 60% für Worldwide Chaos Charaktere, wenn wir 4 Tech Orbs einsammeln. Ja, ja, ja. Mhm. 451k vor quasi diesem Support. Und jetzt kommen wir auf sagenumwobene, wir gehen uns gefühlt nicht, 535k Defense vor der Super Attack mit 50% Damage Reduction. Klar, wir haben hier viel Support dabei, das darf man auf jeden Fall nicht übersehen. Aber Infinite Zamas Support ist easy. Gowazu Zamasu hingegen, den werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht immer dabei haben. Aber mit Infinite Zamas seinen 60% Worldwide Chaos Support ist schon geil. Wenn man ehrlich ist, das ist wirklich sehr, sehr gut. Also sieht man auch häufig. 500k Defense mit 50% Damage Reduction. Wir werden doch jetzt gesupert. Safe. 8,4 Millionen Attack Sets. Ja, genau deswegen würde ich auch sagen, gibt ihm auf jeden Fall als zweites Crit. Der Typ kann auch Schaden machen. Vor allem, wenn er 2 Super-Attacks macht.
Das war jetzt nur ein SA. Aber das überleben wir. Safe. Ja, hahaha. Beiseite. 327k. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr zufrieden, das zu sehen in Slot 2, dass er das locker tankt. Das ist ein Boss, der 1,9 Millionen oder 2 Millionen Super-Tank-Schaden macht, dieser Introsee. Also das ist wirklich heftig, dass er das so gut tanken kann. Ich muss aber sagen, wenn er hier jetzt in Slot 1 stehen würde, ich weiß nicht, ob er das so früh getankt hätte in Slot 1, bevor er selber Super-Tankt. Das weiß ich nicht. Also ich bezweifle es. Aber quasi ab dem Zeitpunkt, wo ihr rein theoretisch Infinite Samast draußen habt, da könnt ihr den einfach schön entspannt in Slot 2 stellen. Könnt ihr vielleicht auch transformieren, wenn ihr wollt, in den ja, Corrupted Samas, selber den Argel Corrupted Samas. Den könnt ihr nämlich aktivieren, eine Runde, nachdem ihr in Fusion Samas gegangen seid. Ja, kommen wir aber zum nächsten Fight und schauen uns mal an, wie sich dieser Charakter macht gegen Xun Shenron. So, meine Damen und Herren, wir befinden uns jetzt in der Xun Shenron Stage. Und ich musste das Team nach ein paar Versuchen umstellen. Und zwar, ihr seht, ich habe hier Superclass-Charaktere mit. Ich habe Vegito und Gogeta dabei. Es kracht bei mir innerlich. Ich habe, also Extreme Class Team ist wahrlich 173k Defense, okay. Ohne Gowazu Zamasu Support oder sonst irgendwas. 173k gegen einen Difficult Boss. Also, wenn jetzt Red Zone weiterhin so schwierig wird, ich weiß nicht. Wenn Red Zone weiterhin direkt in der ersten Runde so knackig ist, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie er eine Superattacke tanken kann. Turn 1. Sobald wir Turn 1 rum haben, sind wir auf jeden Fall fein. Aber das ist halt noch ein bisschen wenig. 3,5 Millionen ist auch nicht viel. Kommt alles 1:1 hin mit den ganzen Berechnungen. Also das, was ihr gesehen habt, hat bisher eigentlich relativ gut zugetroffen. Ist auch ein perfektes Red Zone-Szenario. Also jetzt ist hier nichts gescarft mit viel Support gerade. Vielleicht davor. Aber in diesem Run jetzt nicht. Also in diesem Run sieht er jetzt raw, wie quasi Argel Samas funktioniert. Und ich bin wirklich, overall gesehen, sehr begeistert von Argel Samas. Ich habe bestimmt 5, 6, 7 Mal diese Stage hier gemacht. Und Argel Samas hat mich nicht einmal enttäuscht. Nicht einmal hat er mich enttäuscht. Nada niente. Das war super, super gut. Und hier haben wir jetzt Vegito Blue und ja, Gogeta. Das wird unsere zweite Rotation. Ich freue mich. Ein bisschen wie Vegito Blue Action, oder? Ja, aber sag mal, wirklich, das sowas brauchen ein Extreme Team. Wir brauchen mehr solche Charaktere. Ich hoffe auch so, dass der Part 2 LR Rosé wirklich ein Brecher wird und wir noch weitere gute Easy Ace bekommen. Wir haben ja, glaube ich, jetzt so einen kleinen Hinweis bekommen bezüglich den nächsten Sub-Easy Ace. Also Insamas ist auf der Kandidatenliste. Insamas sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, wie quasi er gestaltet wird, weil ist auch ein wichtiger Charakter. Dann in Goku Black steht auf der Kandidatenliste. Mal gucken, ob er kommt oder nicht. LR Introsé, auch ein Charakter, der eventuell Easy Aim könnte. Bin ich sehr gespannt. Ob es jetzt LR ist, der Super Vegito und Buu Tanks Easy Aim, weiß ich nicht. Wäre auf jeden Fall passend, so ein bisschen mit den Leader Skills von den beiden Main Charakteren von Part 1. Da muss man mal abwarten. Aber wir brauchen einfach sehr viel Unterstützung für dieses Team. Was mir aufgefallen ist, ich habe mich ein bisschen aufgeregt über die anderen Teambuild-Versionen. Was mich vor allem aufregt bei den Extreme Class Teams ist, man hat nicht viel Optionen, die schwierige Bosse standhalten können. Erstens das. Und zweitens kriegen wir zwar zu einer World Red Celebration immer ein komplettes Team. Zum Beispiel letzte World Red Celebration, ein Wicked Bloodline Team. Aber es reicht gerade mal ein Jahr und danach ist es gefühlt wieder outdated. Also, wenn dann ein Content Gap kommt, dann Rippedirinho. Okay, wir haben hier Fusion Samas. Ihr seht, wir teilen uns alles bis auf Fear and Faith. 305k. Defense quasi jetzt ohne Support, das ist sein zweiter Turn, also seine erste Appearance als Fusion Samas. Wir müssen uns jetzt erstmal hochstacken. Der erste Hit, damit kriegen wir eine garantierte Additional SA. 7,3 Millionen, sehr, 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 sehr gut. Und was wird die zweite sein? Ich schätze mal so 7,6 Millionen. Ich meine, wir stacken nicht nur Defense, sondern wir stacken auch Attack. 20% jeweils. Was ich mir vielleicht gewünscht hätte noch hier, wäre, wenn er nur Defense stackt. Also sagen wir jetzt mal, er hätte vielleicht Greatly Defense gestackt nur, wäre auf jeden Fall genial gewesen. Damit wäre er noch ein bisschen schneller aufgebaut. Denn ich bin noch so ein bisschen im Zwiespalt. Wie gut wird er quasi Slot 1 tanken in den ersten 2-3 Runden? Das ist die Frage. Und wo spiele ich ihn dann am liebsten? Aber wenn ihr solche Szenarien habt, wo einem Typen Vorteil ist und, dann stellt ihn immer Slot 1. Er macht seine garantierte Additional SA. Ihr seid good to go. 50% Damage Reduction, Typen Vorteil. Ihr kriegt so gut wie kein Damage. Also dementsprechend, es gibt einfach Szenarien,
Da wird er herausragend funktionieren. Und wahrscheinlich gibt es auch Fights, da wird er vielleicht einfach zusammenklappen. Gibt es auch. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass dieser Charakter unzerstörbar ist. Also unkillable. Nein, der ist safe killable. 100%. Aber ihr habt es vorher gesehen. Selbst gegen Rosé in Slot 2 hat er super gut getankt. Das war insane, was er da getankt hat. Auch wenn es viel Support war, aber das war eine richtig schöne Rotation, fand ich. Das war wirklich schön, dass er davor die Rosé SA für 200 bis 300k getankt hat in Slot 2. Fand ich gut mit einer SA. Okay, Gogeta Blue macht Gogeta Blue Sachen. Gogeta Blue ist einfach so ein geiler Charakter. Aber Superclass Units ist einfach eine andere Liga, finde ich. Schaut euch das an, der Schaden. Ich finde auch so ein bisschen Corrupted Zamas Team, der Schaden fehlt. Ich muss euch ehrlich sagen, in Piccolo Junior ist geil, ohne Frage, in Piccolo Junior ist sehr, sehr geil und macht super viel Schaden, aber es kommt irgendwie nicht an so Free-Schaden wie Superclass-Charaktere ran. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß die Berechnung von in Piccolo Junior und ich weiß, dass er super viel Schaden macht, aber manchmal habt ihr Turns, da supert er einfach nicht genügend und dann, ja, dauern die Fights halt ein bisschen länger. Und manchmal gibt es auch Szenarien, wo Tech Corrupted Zamas nicht seinen Hit in der ersten, also im ersten Slot bekommt und dann keine Additional macht. Und es dauert auch dann ein bisschen länger. Zumindest hatte ich so das Gefühl. Es hat sich für mich so angefühlt, als würden die Superclass-Units, die Teams einfach sehr schnell durch diese Content-Sachen durchgehen, durchrushen. Aber ihr seht, auch Piccolo Junior sehr, sehr stark. Will ich nicht unterschätzen. Macht auch super viel Schaden. Ja, gut. Das war es dann auch mit dem, ne? Sehr schön. Dann haben wir quasi jetzt den letzten Fight und kommen gegen die Physisch-Faser. Das war so ein bisschen meine Hassphase, wenn ich ehrlich bin, weil die AOE-Attacks gegen die Extreme-Units, viele konnten es einfach nicht tanken, darunter auch Impiccolo Junior. Deswegen, ja, das war so ein bisschen der Hassmoment. Aber wir haben hier jetzt eine wunderbare Rotation, wir haben Buhan bekommen und ihr seht, wir haben hier 400k Defense an sich. Was okay ist, reicht es jetzt für Slot 1 gegen den Sun Shenron? Maybe reicht es 50% Damage Reduction? Wie viel Schaden macht er denn in etwa? Ich glaube, es sind so 1,4, 1,5 Millionen. Schätze ich jetzt mal. 50% Damage Reduction, 750k. Dann, ja, ich glaube, wir würden sogar in Slot 1 überleben. Ja, ja. Ich bin mir nahezu sicher, dass wir in Slot 1 überleben würden. Glaube ich schon. 100%. Also, Argel Zamas wäre sehr, sehr geil in Slot 1 gewesen. Ich habe mich aber anders entschieden. Ja, ihr seht, 15,8 Millionen für L-Attack Corrupted Zamas. Sehr, sehr, sehr geil. Also wirklich crazy. Oh, Baby. Abfahrt. Ich glaube, ich habe mich dafür entschieden, weil ich davon ausgegangen bin, dass L-Attack Corrupted Zamas eventuell die SA besser tanken kann, wenn ich die Supertext reinbekomme. Hat er jetzt nicht ganz so. Also, ich sage euch ehrlich, ich hätte anders stellen sollen. Ich hätte Argel Zamas vorne hin machen müssen. Wäre wahrscheinlich die klügste Variante gewesen. Da hätten wir auch ein schönes Bild nochmal von bekommen. Halb so wild. Ihr seht. Argel Zamas funktioniert, wie er funktionieren sollte. 8 Millionen, 8 Millionen. Abfahrt, der Damage ist auch sehr, sehr gut. Mit Crit noch ein bisschen dazu geskillt. Perfekto. Also die Unit macht wirklich viel Spaß. Haben sie sehr gut designt. Kann man nichts Negatives zu sagen. Okay, wir sind fast tot. Sehr schön. Aber eine Sache muss man sagen. Wir haben jetzt immerhin die Vegito Blue Transformation. Die Vegito Blue Transformation, die sehen wir jetzt. Oh, Baby. Ja, ja, ja. Und das in diesem Team. Vegito Blue kommt ran da. Damit sind wir genau unter 70% Leben. Vielleicht noch ein bisschen weiter drunter. Aber Vegito Blue kommt jetzt raus. Da habe ich mich gefreut. Ah ja, da habe ich mich wirklich gefreut. Vegito Blue. Geile Sau. Ja, in der Runde muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also, hier muss man einfach ein Ratespiel machen. Wo kommt die SA hin? Sobald die SA auf quasi Vegito Blue kommt, dann sind wir fein, weil wir haben hier garantierte Dodges. Das ist insane. Der Actor-Skill ist so leicht zu zünden. Wirklich, wirklich gut. Und wenn es sie auf SDR Blue Gogeta kommt, dann kritisch. Ich hatte auch ein bisschen Angst, dass ich ihn hier direkt finische. Ich habe erst gedacht, okay, vielleicht ist er jetzt einfach straight up dead. Hatte aber Glück. SDR Gogeta Blue hat zum Beispiel keinen Actor-Skill bekommen. Dementsprechend sind wir hier wirklich fein und werden ihn nicht killen. Wir werden ihn straight up nicht killen und das ist sehr, sehr gut. Ja, Vegito Blue 8,2 Millionen Typen effektiv. Sehr, sehr guter Schaden mit weiteren Additional Attacks hinterher. Also Vegito Blue darf man an sich eigentlich 0,0 unterschätzen. Wir werden jetzt gleich auch diesen Fight sehr interessant finishen. Wir werden den Fight sehr, sehr interessant finishen. Wir werden jetzt nämlich einmal Corrupted Merge Zamas machen. Wir transformieren jetzt einmal und werden zu Corrupted Merge Zamas. Das verspreche ich euch. Ja, aber lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wie ihr Argel Zamas findet.
Seid ihr zufrieden mit dem ECA? Ich denke, ihr habt es alle wahrscheinlich jetzt ausgetestet. Wenn ihr mich fragt, ob ihr ihn mit Redcoins holen solltet, ich denke, 55% lohnt er sich semi. Er wird nicht die Rolle als Slot 1 Charakter erfüllen auf 55%. Das kann ich euch garantieren. Also, da ist es ein bisschen kritisch. Aber wenn ihr ihn einfach als Ergänzung haben wollt, für euer Team, als Floater oder was auch immer, dann wird er wahrscheinlich trotzdem auf 55% fungieren. Lohnt sich dafür 400 Redcoins? Ich würde eigentlich sagen, nein. Vielleicht kriegt ihr noch durch die paar 2 Rainbow Tickets noch eine Chance auf Ariel Samas, wenn ihr nochmal in den Banner geht. Ansonsten, ich würde ihn eigentlich nicht mit Redcoins holen. Es gibt bessere Picks. Einfach mal an Physisch Godku sich quasi hier erinnern. Oder an Inpiccolo Junior würde ich mir da eher holen. An sich, Ariel Samas für Redcoins dann auf 55%. Meiner Ansicht nach lohnt es sich nicht. Aber, I mean, ihr könnt den schlussendlich holen, wenn ihr unbedingt wollt und absolut feiert. Aber von dem, was wir gesehen haben, okay, wir gehen in Piccolo Junior jetzt nochmal rein. Das heißt, wir kriegen keine AOE-Tags. Damit haben wir die Runde auch 100% gewonnen. Und was ich damit sagen will, ist quasi sehr, sehr guter Charakter. Ohne Frage, das, was wir gebraucht haben für das Extreme Class Team, kann Slot 1 abdecken. Gibt nichts auszusetzen dran. 55% könnte es ein bisschen kritisch sein, ohne Frage. Aber auf 100% sieht er sehr, 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 sehr astrein aus. Also wirklich, wirklich guter Charakter. Hat mir gefallen. Ja, ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, damit ich quasi die SAs nicht bekomme mit Piccolo Junior. Deswegen werde ich hier quasi keinem die 12 GSA geben. Und dann hoffentlich sehen wir jetzt gleich nochmal die letzte Runde von Fusion Samas. Und dann denke ich, haben wir alles gesehen. Ich werde jetzt nicht extra Runde 12 oder 13 oder 14 gehen. Macht keinen Sinn. Ich kann euch jetzt zwar in einen Fight gehen, der 11 Runden oder 12 Runden geht oder was auch immer, aber dann habt ihr nicht einen richtigen Eindruck von dem Charakter. Ihr seht zwar, oh, was, ihr habt dann im Hinterkopf, was, der kann so hoch gehen? Ja, er kann so hoch gehen, aber werdet ihr das sehen? Nein, also wirklich nicht. Ihr seht, wir sind hier Runde 7 und der Fight ist zu Ende. Vielleicht habe ich am Anfang ein bisschen geflunkert. Das Extreme Team hat, obwohl wir haben auch Blugugeta gehabt. Ja, Blugugeta mit seinen 14 Millionen Attacks jetzt mit garantiertem Crit. Ja, I mean, ja, also der Mischmasch aus dem Team war gar nicht mal schlecht. Das war tatsächlich ein gutes Team. Und bin ich ehrlich, solange Infinite Samas nicht rauskommt und ihr nicht quasi 30% mehr Damage bekommt wegen euren Superclass-Charakteren, dann ist ziemlich gut, ja. Ja, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, euch hat das tatsächlich so ein bisschen gefallen bisher. Ihr habt einen guten Eindruck bekommen. Aber auch, wie schon gesagt, ich wollte das extra nicht lang hinauszögern. Ich denke, das ist so die Rundenanzahl, wo wir die meisten Fights sehen werden. Runde 7, 6, 5, schnellere Runden, manchmal auch längere Runden. Auch mit Support habt ihr gesehen in dem ersten Fight. Support hat einiges ausgemacht. Also das merkt man instant, wie viel der Support ausgemacht hat. Du merkst aber auch direkt quasi, was passiert mit den Supportern. Also in so einem Fight wie zum Beispiel Omega, da seid ihr straight up dead. Wenn da 3 AOEs kommen und hinten nochmal 4 Attacks, und ihr habt dann einen Govazo Zamasu stehen mit 50% Dodge-Chance, vergisst es. Der wird nicht alle Attacks dodgen. Sheila wird auch nicht alle Attacks dodgen. Dementsprechend habe ich sie einfach nicht gespielt. Ihr müsst dafür einfach lucky sein. Und ich denke, das hat einfach mal einen guten Eindruck gegeben, wie es mit dem Charakter aussieht ohne Support. Aber ab dem Zeitpunkt, wo wir quasi Infinite Samas gehen, dort haben wir dann wieder ganz klassischen 60% Defense Support. Was genial ist, ihr seht 493k Defense, wir sind Runde 7, ab dem Zeitpunkt sind wir good to go. Wir könnten hier easy Slot einstellen, ohne Probleme, wirklich ohne Probleme. Wir transformieren ihn jetzt aber, wir gehen auf 394k Defense runter. Was passiert nämlich jetzt in diesem Corrupted Samas State? Und zwar werden wir jetzt offensiv. Folgendes, wir haben jetzt 300% Attack, Key plus 6 und 100% Defense. Ihr seht mit dem Support von Infinite Samas sind wir bei 513k. Wir kriegen nochmal 50% Defense separat kalkuliert für 3 Runden, wenn wir super attacken, was auch huge ist. Also ist auch big. Und wir haben 30% Damage Reduction immer noch. Ich habe ihn jetzt trotzdem vorne hingestellt, weil wir keine SA kriegen durch Inpiccolo Junior. 14,8 Millionen Attack Sets. Insane. Er raised die Attack um 100% auf der SA erstens. Und er hat noch eine 50% Crit Chance obendrauf. Haben wir nicht gehittet, aber ihr seht, sehr, 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 sehr strong. Also, wenn ihr ihn transformiert in Corrupted Samas, dann macht er auch Ultra-Giga-Mega-Schaden. Das Geile dabei ist, wenn er 2 Attacks macht, dann macht er garantiert nochmal eine Additional Super-Attack. Heißt, wenn eure 12 Key kommt und ihr dann Hidden Potential entweder Normal oder eine SA habt, dann kriegt ihr automatisch noch eine garantierte SA.
Falls ihr aber keinen Hidden Potential bekommt, dann überträgt sich das auf nächste Runde. Das heißt, ihr macht quasi in der ersten Runde eine SA, geht in die zweite Runde über, macht dort eine SA und kriegt dann in der zweiten Runde auch garantiert nochmal eine Additional SA. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich bin super positiv überzeugt von diesem Charakter. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao, haut da rein, Rö.